Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir sind immer noch in Matthäus 18 und wir haben letztes Mal über eine sehr wichtige Angelegenheit gesprochen, die im Gemeindekontext oft von großer Bedeutung ist, und da wollen wir heute weitermachen, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben, und ein paar Verse weiterlesen mit einigen ganz bekannten Aussagen von Jesus, die uns, glaube ich, auch hier ganz persönlich besonders betreffen werden und zu uns sprechen werden. Bevor wir damit beginnen, wollen wir niederknien für ein Anfangsgebet und Gott einladen, unser Studium zu segnen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen und dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen ansprechen möchtest, dass du unser Lehrer sein möchtest, dass du uns verdeutlichen möchtest, wie sehr du uns lieb hast und was du für uns tust. Herr, du weißt, wie leicht wir das aus den Augen verlieren vor lauter Sorgen und Schwierigkeiten und Versuchungen. So möchten wir dir danken für diese Gelegenheit, uns neu daran zu erinnern, weil mit jeder Erinnerung und mit jeder Vertiefung wird unser Glaube tiefer und stärker und fester. Und Herr, das wünschen wir uns ja für die Endzeit, dass unser Glaube so fest wird, dass er nicht mehr weggeschüttelt werden kann, dass er alle Erschütterungen übersteht. Und deswegen möchten wir dich bitten, dass durch deinen Geist unsere Glaubenswurzeln heute etwas tiefer wachsen dürfen, dass wir noch fester verwurzelt werden mit dir und mit deiner Wahrheit. Das bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Schaut mit mir in Matthäus Kapitel 18. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch erinnern kann, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind ja immer noch in dieser ausführlichen Rede von Jesus an seine Jünger angesichts ihrer Frage, wer ist der Größte? Wir haben schon einige Aspekte behandelt über die letzten Wochen und wenigen Monate. Und das letzte Mal haben wir gesprochen über Jesu spezielle Anweisung, über zu welchem besonderen Fall hat er eine Anweisung hier gegeben, ab Vers 15. Worum geht es hier? Was haben wir studiert? Genau. Was soll ich tun? Nicht, wenn ich gesündigt habe, da ist die Bibel sowieso ganz klar, sondern wenn jemand anderes an mir gesündigt hat. Wenn er sich schlecht und falsch mir gegenüber verhält. Was soll ich tun? Und wir haben gesehen, Jesus gibt einen mehrstufigen Ratschlag. Was ist der erste Ratschlag, den er gibt? Geh hin. Ja, sein Ratschlag ist nicht, warte, dass der andere kommt für ein Vier-Augen-Gespräch, sondern mach dich selbst auf die Socken. Das heißt, auch wenn Menschen uns verletzen, wenn sie uns gegen uns sündigen, wenn es uns möglich ist, ja, so viel an euch liegt, sagt die Bibel, sollen wir versuchen, das wieder ins Lot zu bringen, indem wir sie aufsuchen. Ihr wisst ja, der Kontext dieser Verse, die Verse davor haben wir wovon gesprochen? Nochmal als Erinnerung, dass wir das so im Hintergrund haben. Die Verse davor sprechen von? Von dem verlorenen Schaf. Ja? Und der Hirte wartet nicht, bis das verlorene Schaf zurückkommt, um es dann gnädig aufzunehmen, sondern er sucht das Schaf. Ganz genau. Er sucht das Schaf. Und das ist das Anliegen. Ja? Denn Jesus will Menschen gewinnen, weil Gott nicht möchte, dass Menschen verloren gehen, sondern er freut sich, wenn Menschen gerettet werden. Wir haben gelesen in Vers 14, es ist auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Das heißt, statt zu denken, oh, mir ist übel mitgespielt worden und ich bin verletzt und ich bin angefressen, ja, und wie kann ich jetzt meine Ehre verteidigen, sollten wir denken, wie kann ich den anderen retten? Aber was ist, wenn er nicht hört? Was soll man dann tun? Dann sollen zwei oder drei Zeugen ein oder zwei Leute dann dazukommen, sodass auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen die Sache beruht. Ja, da hat es schon so einen gewissen juristischen Gedanken, aber nicht nur juristisch, denn, wie wir gesehen haben, sagt Ellen White, dass es oft so ist, dass jemand, der unparteiisch gewesen ist, nochmal einen anderen Blick hat, nochmal andere Gedanken bringen kann. Manchmal ist es so festgefahren, weil jeder seine Emotionen und seine Sicht hat und seine Perspektive und seine Empfindung, ja. Und dann ist es schwer, so die objektive Position einzunehmen, und dass jemand, der von außen kommt, dann eine große Hilfe. Und dann haben wir auch über Vers 17 gesprochen. Denn Vers 17 gibt jetzt den dritten Schritt. Was ist der dritte Schritt?
Wenn auch das nicht hilft, dann soll das Ganze vor die Gemeinde gebracht werden. Und die Gemeinde muss dann die Entscheidung treffen, ob der Sünder weiter Glied der Gemeinde sein soll oder nicht. Ja, das heißt, diese Entscheidung ist niemals einer einzelnen Person anvertraut, sondern immer der Gesamtheit der Gemeinde. Und wenn jetzt dieser Mensch, dieser Sünder auch vor der Gemeinde sich nicht demütigen, also in diesem Gemeindekontext nicht Reue zeigt und nicht umkehrt, wie soll er dann behandelt werden? Wie ein Heide und wie ein Zöllner. Und wie behandelt Jesus Heide und Zöllner? Liebevoll und nicht sozusagen jetzt in eine Schublade gesteckt, wo sie nicht mehr zu reichen sind. Sie sind zwar dann nicht mehr, diese Person ist dann nicht mehr Glied der Gemeinde, hat nicht mehr die Vorrechte der Gemeindemitgliedschaft, aber ist immer noch jemand, den die Liebe Gottes wieder zurückgewinnen möchte. Das heißt, in diesem Prozess hört es nie auf, dass wir uns wünschen, dass Menschen wieder zu Jesus zurückkommen. Ja? Dann das Herz sich immer mehr und mehr verhärtet, und das sehe ich persönlich eine sehr wenig Schande. Es gibt aber gewisse Leute, wirkt, man kann sich verstocken, dass man oft, aber ja. Es ist auf jeden Fall eine ganz tragische Sache, wenn man sich auf all diese Ratschläge nicht hört. Es ist gefährlich. Ja? Man sollte so früh wie möglich für seine Sünde bekennen, aber wir dürfen auch niemals die Hoffnung aufgeben, Gott hat tausend Wege, der Gott, der einen Manasse retten kann, der kann auch einen Menschen wieder zur Gemeinde zurückführen, der aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Ja? Wir wissen manchmal nicht, wie die Lebensumstände sich verändern. Manchmal müssen Menschen erst wirklich buchstäblich auf die Nase fallen, ja, und plötzlich sehen, dass Gott, ich habe letztens ein Zitat gelesen, wo Ellen White sagt, dass Menschen, die so angefangen haben, an Gott zu zweifeln und dann den Glauben weggeworfen haben, dass wenn sie in Leid kommen, in Notsituationen, dass dann die ganze Skepsis beiseite gewischt wird, der ganze Zweifel, und sie plötzlich wieder sehen, dass Gott real ist. Und da gibt es Situationen, wo Menschen wieder zurückkommen können. Schauen wir zu Vers 18. Das Ganze ist jetzt eigentlich gehört noch zu Vers 17. Er ist direkt im Kontext davon geschrieben. Wer mag mal Vers 18 lesen? Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Genau. Ihr wisst, wenn Jesus wahrlich sagt, dann steht da eigentlich welches Wort? Amen. Ja, darauf kann man sich verlassen, so sei es. Das ist ihr wisst, viele Aussagen von Jesus, die besonders wegweisend gewesen sind, die beginnt er mit so einem Amen. Ja, wahrlich. Das soll also zeigen, dass warum sagt er das hier an dieser Stelle, nachdem er in Vers 17 gesagt hat, dass die Gemeinde das Recht hat, jemanden auszuschließen? Warum sagt er das hier? Was will er damit bezwecken? Genau, also erstmal zeigt es die Verantwortung, die die Ortsgemeinde hat. Heißt das, dass die Ortsgemeinde sich nie irren kann? Nein, natürlich, auch Konzilien können irren, nicht wahr? Wie Luther gesagt hat. Aber das zeigt die Verantwortung, die Gott auch seiner Ortsgemeinde übergibt. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Ist euch dieser Satz bekannt? Haben wir den schon irgendwo mal gelesen, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Ist euch das bekannt oder haben wir das irgendwo schon mal gelesen in unserem Studium vom Leben Jesu? Ganz genau, das ist eine Aussage, die wir schon in Matthäus 16 gefunden haben, und dort ist sie an Petrus gerichtet. Wir können mal vielleicht uns das vor Augen führen, wenn ihr einfach umblättert zu Matthäus 16 und dort in Vers 19. Und das hilft uns jetzt auch Matthäus 18 besser noch zu verstehen. Wer mag mal Matthäus 16, Vers 19 lesen? Genau, ihr wisst, wir haben ja
vor einigen Monaten ausführlich über die Stelle gesprochen. Wie ist sie oft falsch interpretiert worden? Wie hat die katholische Kirche diese Stelle interpretiert? Dass Petrus alleine das Recht hat, Menschen auszuschließen und aufzunehmen, ja, und dass das übertragen worden wäre angeblich an wen? An den Nachfolger von Petrus, und das wäre dann angeblich der Bischof von Rom, nicht wahr, denn der spätere Papst, ganz genau. Aber schon der Vergleich mit Matthäus 18 zeigt, das ist Quatsch, denn genau das, was dem Petrus gegeben ist, wird jetzt wem auch gegeben? Allen 12 Aposteln, ja, also in dem Fall sind sie 12 Apostel, aber es ist dann auch dann die Gemeinde, weil in dem Kontext von Matthäus 18 sind es ja nicht nur die 12 Apostel, die angesprochen sind, sondern die Gemeinde soll in einem solchen Fall sprechen. Ja, das heißt, und die Gemeinde sind ja mehr als nur die 12 Apostel. Ja, das ist jede Ortsgemeinde, wo immer sie ist, hat diese Autorität. Das heißt, wenn man diese beiden Aussagen nebeneinander stellt, wird deutlich, dass Petrus als einer der wichtigsten Apostel keine höhere Autorität hat diesbezüglich als jede Ortsgemeinde. Und das ist ein schöner Punkt, um deutlich zu machen, dass die höchste Autorität in Gottes Volk, mal abgesehen davon, dass Jesus die höchste Autorität ist, nicht wahr? Aber letztendlich jede Ortsgemeinde ist. Ja? Es ist nicht so wie in der Papstkirche, dass einer oben das Sagen hat und dann von oben nach unten die Macht delegiert, sondern die Ortsgemeinde ist das Fundament. Ganz, 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 ganz viele Ortsgemeinden, die dann durch Delegierte und durch Wahlen entsprechend Leute wählen, die dann auf höheren Ebenen dienen für die Ortsgemeinde. Das ist eigentlich so die Idee. Ja? Ja. Ja, genau, das ist in 1. Samuel 14 die Geschichte. Ganz genau. Jetzt, woher kommt diese Idee von Binden und Lösen? Da geht es ja jetzt nicht um buchstäbliches Binden und Lösen von Knoten, oder? Was heißt dieses Binden und Lösen? In diesen Kontexten hier, in der Stelle von Petrus und der Stelle der Gemeinde. Was ist Binden und Lösen hier? Ja, also es ist ein Kontrast, der entweder binden oder lösen. Und womit hat das zu tun? Ja, also ich meine, Gott ist der Einzige, der... Vielleicht anders gefragt, woher kommt diese Sprache binden und lösen? War das den Jüngern vertraut, diese Begriffe binden und lösen? Und wenn ja, woher? Ja, nicht direkt im Alten Testament. Also Altes Testament... Das waren eigentlich ganz gängige Begriffe aus der Rechtspraxis der Rabbiner. Die Pharisäer und die Sadduzäer, die Rabbis, die hatten diese Autorität zu binden und zu lösen. Die Rabbis konnten darüber bestimmen, ob jetzt zum Beispiel jemand zur Synagoge gehört oder ausgeschlossen wird. Ihr wisst, es gibt die Geschichte in Johannes 9, wo jemand aus der Synagoge ausgeschlossen werden soll, weil er Jesus nachfolgt. Und Jesus sagt ja, Menschen, Gläubige werden dann aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Diese Macht diese Autorität wird ausgedrückt durch dieses Binden und Lösen. Das heißt, es geht eigentlich, also wenn ihr euch in die Lage der Jünger hineinversetzt, auch als Petrus damals das gehört hat, gab es die Rabbis. Ja? Und für die Jünger waren die Rabbis die das Sagen hatten. Die hatten das Weisungsrecht, die Vollzugsmacht. Ja? Die durften etwas durchsetzen. Und Jesus sagt ihnen jetzt quasi, weil bisher sind sie ja nur Fischer. Ja? Fischer und Zimmerleute und Zöllner, die einem Rabbi nach, ja, Jesus ist Zimmermann, aber sie folgen einem Lehrer nach. Ja, sie folgen einem Lehrer nach. Und Jesus sagt ihnen, passt auf, ich etabliere jetzt mit euch eine parallele Struktur. Ja, das, was die Rabbis gemacht haben, das wird nicht mehr gelten, sondern jetzt etabliere ich eine neue Rechtsstruktur, nämlich die der Gemeinde. Ja, das ist quasi der Beginn der neutestamentlichen Gemeindeordnung. Weil Jesus natürlich weiß, dass ein Großteil des Volkes Israel den Messias ablehnen wird und deswegen die ganze Organisationsstruktur des Volkes Israel zerbrechen wird. Interessant, oder?
Jesus hat gesehen, dass die Organisationsstruktur des Volkes Israel irgendwann nicht mehr für Gottes Volk zur Verfügung steht, weil der Großteil des Volkes Israel Jesus ablehnen würde. Jetzt hätte er sagen können, okay, Organisation war sowieso nicht so gut. Ja, Organisation hindert die Mission und Organisation ist zu bürokratisch. Ja. Jetzt, wo der Heilige Geist kommt, macht jeder, was er will. Hätte er sagen können, oder? Aber sagt er nicht. Stattdessen beginnt er schon, noch bevor der Heilige Geist kommt, eine neue Gemeindeordnung aufzubauen. Und das zeigt uns, selbst wenn es möglich wäre, dass die Endzeitgemeinde Gottes als Struktur, als Organisation zerbricht und nicht mehr das, wäre Gottes Plan danach nicht, dass jeder einfach frei und wild machen kann, was er will, sondern Gott würde schon im Zerfallen der einen an einer neuen Organisation arbeiten. Denn Gott arbeitet immer organisiert. Lass mich kurz einen Schluck Wasser trinken. Dass diese Bezeichnung, Jesus sagt einfach, es ist nicht nur ein Ratschlag, wie man mit Sündern in der Gemeinde umgeht, es soll quasi deutlich machen, wie die Gemeinde auch sozusagen von ihrer Autorität her funktionieren soll. Aber nochmal zurück zu Matthäus 16. Wie sollte das denn Petrus machen? Petrus ist hier quasi jetzt ein Beispiel für die ganze Gemeinde. Anhand von Petrus können wir sehen, wie die ganze Gemeinde das machen soll. Was sagt Jesus? Womit soll er lösen und binden? Wenn ihr euch nochmal an Matthäus 16 da erinnert. Womit soll der Petrus binden und lösen? Welches Instrument gibt ihm Jesus in die Hand? Den Schlüssel, genau, was für ein Schlüssel? Die Schlüssel des Reiches der Himmel. Und wisst ihr noch, was wir studiert haben? Was sind die Schlüssel des Reiches der Himmel? Womit schließt man den Himmel auf oder den Himmel zu? Nicht mit Ablassbriefen. Ja, genau, Erkenntnis von was? Nicht mit der eigenen Erkenntnis? Wer hat in Offenbarung, ganz kurz, wer hat in der Offenbarung die Fähigkeit, den Himmel zu verschließen? Wer hat in der Offenbarung die Fähigkeit, den Himmel zu verschließen, sodass es nicht regnet? In der Offenbarung? Wer ist es in der Offenbarung? Es ist gar nicht so schlecht mit Elia, aber in der Offenbarung gibt es ein Kapitel, da hat jemand oder haben welche die Fähigkeit, den Himmel zu verschließen, sodass es nicht regnet in der Zeit ihrer Weissagung. Das ist Offenbarung Kapitel, weiß es jemand? Offenbarung Kapitel 11. Und wer sind die beiden, die den Himmel zu... Die beiden Zeugen. Und wer sind die beiden Zeugen? Das Alte und das Neue Testament. Die können den Himmel aufschließen und den Himmel zuschließen. Denn wodurch kommen wir in den Himmel? Nicht durch Ablassbriefe und auch nicht durch die persönliche Meinung des Gemeindeleiters und auch nicht durch die demokratische Abstimmung des Gemeindeausschusses oder der Gemeindevollversammlung. Wir kommen in den Himmel oder werden ausgeschlossen. Wodurch? Durch das Wort Gottes. Durch Jesus selbst, der in dem Wort Gottes sich präsentiert. Das heißt, was Jesus nicht sagt ist, weder Petrus noch die Ortsgemeinde kann jetzt durch eigenes Gutdünken und nach eigenen Gefühlen und Mehrheitsbeschlüssen Leute ausschließen und annehmen, wie sie wollen, sondern was soll die Grundlage sein? Die Grundlage ist immer das Wort Gottes. Petrus soll auf Grundlage des Wortes Gottes binden und lösen. Das heißt, die Entscheidung, ob jemand jetzt ausgeschlossen wird oder nicht, muss auf dem Wort Gottes basieren. Ansonsten ist es ein Missbrauch von Matthäus 18. Matthäus 18 sagt nicht, die Ortsgemeinde darf entscheiden, wer dabei sein darf oder wer nicht, sondern was Jesus sagt ist eigentlich, das Wort Gottes entscheidet, wer Teil der Gemeinde ist und wer nicht Teil der Gemeinde ist. Und die Ortsgemeinde hat den feierlichen Auftrag, das, was Gottes Wort darüber sagt, in die Praxis umzusetzen. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Deswegen ist es wichtig, ihr Lieben, deswegen ist es absolut unumgänglich, dass jedes Gemeindeglied sich im Wort Gottes auskennt. Denn wenn die allermeisten sich nicht im Wort Gottes auskennen, sondern immer nur sozusagen hören, was da ein paar Leute von vorne sagen, dann können die paar Leute die ganze Gemeinde in eine bestimmte Richtung drängen oder vom Weg abführen. Aber wenn jedes einzelne Gemeindeglied die Bibel gut kennt,
dann haben es Verführer oder Leute, die die Gemeinde in eine falsche Richtung bringen werden, viel schwerer, weil die Entscheidungen immer richtig ausgehen, weil die Mehrheit der Geschwister mindestens nach dem Wort Gottes entscheidet. Ganz genau. Und was ist das Problem? Sie folgen nicht der Bibel. Ja, sie haben ihre eigene Interpretation auf der Bibel und handeln danach. Genau. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Gedanke. Gottes Gemeinde bleibt auf dem richtigen Weg, wenn genügend Geschwister in der Gemeinde die Bibel so gut kennen, dass selbst wenn mal ein Irrlehrer kommt, sei es als Prediger oder Gemeindeleiter oder als Evangelist oder wie auch immer, wenn ein Irrlehrer kommt, sagt die große Mehrheit der Gemeinde, aber das wollen wir nicht, weil wir kennen die Bibel. Jetzt wisst ihr auch, was Satan tun muss, um die Gemeinde zu verführen. Was muss er tun? Genau. Er muss dafür sorgen, dass die einzelnen Geschwister nicht mehr regelmäßig in der Bibel lesen. Wir denken, die Verführung kommt dadurch, dass irgendwelche 3, 4 oder 5 Jesuiten eingeschleust werden. Aber die Jesuiten, wenn es denn welche gäbe in der Gemeinde, könnten gar nichts ausrichten, wenn jedes Gemeindeglied in der Bibel gewurzelt ist. Da könnte man Jesuiten einschleusen, wie man will. Die hätten gar keine Chance. Wenn aber die Geschwister die Bibel nicht kennen, braucht man nicht mal Jesuiten. Man braucht einfach nur ein paar weltliche Leiter, die einfach sich vom Wort Gottes abgewendet haben. Wenn die Überzeugungskraft haben und reden können, dann können sie die Gemeinde in eine falsche Richtung bringen. Und deswegen ist es Satans größtes Ziel, die einfachen Geschwister vom Bibelstudium abzulenken oder aber sich einfach nur an eine Person zu hängen und sagen, das ist mein Guru, ja, das ist mein Lieblingsprediger. Alles, was der sagt, das glaube ich, weil wenn alle Geschwister sich nur noch von einem oder von zwei etwas sagen lassen, muss der Satan nur noch die attackieren und hat alle anderen auch gewonnen. Ja, und das ist sozusagen ganz wichtig. Diese Autorität der Gemeinde ist nicht einfach, die kommt mit einer Verantwortung. Die Gemeinde kann die Ortsgemeinde kann die Verantwortung nur wirklich ausüben, wenn jedes Gemeindeglied sich in der Bibel selbst auskennt. Das heißt nicht, dass jedes Gemeindeglied Sacharja 9 auslegen muss. Ihr versteht schon, was ich meine. Aber jedes Gemeindeglied muss wissen, das ist eigentlich Gottes Botschaft. So denkt Gott über diese Dinge und muss auch in der Lage sein, wenn eine Situation auftritt, sagen, okay, in diesem Fall ist Gottes Wort eigentlich so zu verstehen. Ja, dazu passt Wort von Paulus an Timotheus, predige das Wort wieder für ihn, predige in der Zeit. Und er sagt, denn es wird eine Zeit kommen, wo die gesündere Sinne getragen und eine falsche Lehre bringen. Also das heißt, ihr müsst Gottes Wort kennen, dadurch wird er die Lehre und falsche Lehre entdecken. Mhm, ganz genau. Es gibt ein interessantes Zitat, was Ellen White sagt hier. Sie sagt im Zusammenhang, derjenige, der diesen vereinten Versuch der ganzen Ortsgemeinde ist gemeint, ablehnt, hat die Bande gebrochen, die ihn zu Christus binden. Mit anderen Worten, wenn mich Geschwister versuchen zurückzubringen und dann mehr Geschwister versuchen mich zurückzubringen und mich dann die ganze Ortsgemeinde versucht zurückzubringen und ich lehne das ab, breche ich damit meine Verbindung zu Christus, sagt sie. Das ist ziemlich, ziemlich interessant. Das zeigt auch, welche enorme Verantwortung wir als Ortsgemeinde überall haben. Und hat sich dadurch von der Gemeinschaft mit der Gemeinde, also von der Gemeinschaft der Gemeinde getrennt, weil nämlich der Heilige Geist durch die Gemeinde sprechen möchte. Das ist der ganze Punkt. Wenn also jemand die Gemeinde, diesen ganzen Prozess ignoriert und ablehnt, dann hat er letztendlich, wie du gesagt hast, gegen den Heiligen Geist sich gewendet und deswegen muss er dann aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Schauen wir mal in Vers 19 jetzt. Matthäus 18, Vers 19. Wer mag den nächsten Vers lesen? Genau. Was ist das, welches Wort fällt euch besonders auf hier? Fällt euch ein Wort ins Auge? Ein Wort, Wenn, genau, also Bedingung, wenn zwei, genau. Fällt euch noch ein Wort auf? Irgendeine Sache, ja, genau, ja.
Ich sage euch, welches Wort mir auffällt. Und zwar das Wort weiter. Wo steht das Wort weiter? Also bei mir steht weiter. Wie geht dein Satz los bei dir? Wiederum. Genau, wiederum, wiederum, weiter, wiederum. Was heißt das, weiter oder wiederum? Genau, das ist jetzt zu dem, was ich euch gerade gesagt habe, kommt noch das hinzu. Jetzt dieser Vers, ich weiß nicht, wie oft ich den schon gehört habe, aber habt ihr den jemals schon mal gehört als Teil von Matthäus 18, wir wollen einen Sünder wiederherstellen? Meistens wird dieser Vers 19 so ein bisschen für sich genommen, ja? Wenn zwei zusammenkommen und sie sind sich eins, was sie bitten wollen, und sie bitten ihren Vater, dann wird es ihnen zuteil werden. Ja, das kann irgendwie, also das nimmt man als Motto für Gebetstreffen, ja, so für wie unser Dienstagabend, nicht wahr? Unser gemeinsames Gebet. Wenn man sich zum United Prayer trifft, dann zitiert man das und sagt, das ist ja verheißen, wenn wir zusammenkommen, da kommt er gleich noch in Vers 20, wo zwei der drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber der Vers beginnt mit wiederum oder weiter sage ich euch, was bedeutet, es geht eigentlich immer noch um das hier. Warum sollen Geschwister zusammenkommen? Wenn es immer noch um Matthäus 18 hier, um diese ganze Sache geht, was ist also der Sinn? Wofür sollen sie beten? Die Lösung des Problems? Für die Rettung des anderen. Und die Lösung des Problems, ja. Mhm. Ja, absolut, vollkommen klar. Also das heißt natürlich, erstmal müssen wir natürlich uns bewusst machen, nicht alles, worum wir bitten, bekommen wir immer gleich sofort. Es gibt verschiedene Bedingungen und das ist ein anderes Thema. Und du hast vollkommen recht, natürlich gilt die Verheißung nicht nur für solche Fälle. Aber es ist eher andersrum sozusagen. Diese allgemeine Verheißung, die immer gilt, wird hier von Jesus explizit auf diese Situation angewendet. Und ich glaube, das ist uns meistens nicht bewusst, weil wir solche Sachen dann eher doch wieder juristisch sehen. Ja? Man hat sozusagen versucht zu sprechen, man hat versucht zu beten, man hat versucht irgendwie die Person zu retten und jetzt geht's nicht und jetzt kommt der juristische Akt. Wir kommen als Gemeinde zusammen, wir beraten, wir beschließen, wir stimmen ab. Und die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, wie heißt es hier, und wenn nur zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Wenn das schon für zwei gilt, wie viel mehr sozusagen für die Gemeinde? Übrigens, was sehr interessant ist, ist das Wort, was hier für zusammenkommen steht, übereinkommen. Und zwar ist das dieses Wort. Und ich bin mal gespannt, ob ihr das vielleicht... Und zwar Symphonesusin. Langes griechisches Wort. Symphonesusin. Fällt euch da irgendwann ein Wort ein, das ihr vielleicht kennt? Symphonesusin. Ja, genau. Symphonie. Daher kommt das genau das. Das kommt nämlich von Phoné ist Stimmen, also Reden, Sprechen. Und Sym ist so ähnlich wie Syn, das ist zusammen. Ja, gemeinsam sprechen. Ihr kennt ja alle die Symphonie. Ja, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da bestand mein Leben nur aus Symphonien. Ja. Und die einzige Frage war, Mahler, Bruckner oder Schostakowitsch? Ja. Oder Beethoven, als ich noch Dirigent werden wollte. Symphonien sind so das höchste der Gefühle, ja, für einen Orchesterdirigenten, wo alle Instrumente zusammenkommen und da ein Stück von 30, 40, 50, 60 Minuten, 80 Minuten spielen. Eine gewaltige Symphonie. Ja. Interessanterweise, was Jesus sagt, wenn Gläubige zusammenkommen in einer Symphonie. Das ist eigentlich, was hier wörtlich steht. Wenn sie also gemeinsam ihre Stimmen gemeinsam erklingen lassen, so wie eine schöne Symphonie, dann muss man sagen, oh wow, der eine spielt Pauke, der nächste spielt Posaune, der nächste spielt Geige, aber alles zusammen ergibt dann einen schönen Klang. So gibt es in der Gemeinde auch Leute, die viel beten, ja, vielleicht wie die Geiger, ja, und Leute, die nur selten dann dazukommen, wie die Trompete oder so. Aber alles kommt dann zusammen, das ist sozusagen so ein bisschen die Idee, wenn sie zusammen klingen.
Also das Entscheidende beim Gebet ist nicht, dass sie gemeinsam in einem Raum sind und sagen, jetzt sind wir alle gemeinsam, hier sind alle Gemeindeglieder, alle zusammen, jetzt beten wir. Sondern dass sie wirklich das gleiche Anliegen haben. Das Geheimnis, sagt Jesus, wie auch in solchen schwierigen Situationen echte Gebetserfahrungen gemacht werden können, sind, wenn Menschen zusammen um dieselbe Sache beten im selben Geist. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und das reichen schon zwei, ja? Denn Jesus macht ja deutlich, im nächsten Vers, eine Gemeinde kann aus zwei Leuten bestehen. Ja, Gemeinde braucht keine Mindestzahl von 50 oder so. Und wo immer Menschen zusammenkommen und für eine Sache beten, sei es für die Rettung eines Menschen, sei es dafür, dass so ein geistliches Problem gelöst wird, sagt Jesus, werde ich oder wird der Vater, euer Vater im Himmel, es euch geben. Ja? Kommt noch, kommt, 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 wir kommen noch ein paar Verse dazu. Genau, erstmal, wo im Neuen Testament hat sich das wirklich erfüllt, wo mal wirklich Gläubige eine echte Symphonie beim Gebet gebildet haben? Vor Pfingsten, oder? 10 Tage lang haben 120 Leute wirklich von Herz und einer Seele gemeinsam gebetet und was ist passiert? Der Geist ist ausgegossen worden und Tausende wurden bekehrt. Haben gemeinsam, sie haben nicht nur gemeinsam, die Bibel sagt ja ganz deutlich, sie haben nicht einfach nur zusammen in einem Raum gehockt und gebetet, sie haben wirklich sich, sind aufeinander zugegangen. Sie haben ihre Sünden bekannt, haben sich enger verbunden, wie Ellen White sagt, press together. Ja, das wird das Motto unserem Josua-Camp sein, zusammenrücken. Weil wenn man zusammenrückt, dann kann Gottes Geist mehr wirken. Erinnert euch aus dem Offenbarungsseminar, Gottes Geist möchte mit der Gemeinde zusammenwirken. Und deswegen muss die Gemeinde annähernd, immer mehr sich annähern, dem, wie Gott wirkt. Und Gott wirkt nicht getrennt, jeder Einzelne für sich, sondern Gott wirkt immer zusammen. Nun, also zu Pfingsten. Ja, und dann, als der Geist kam, was haben sie dann gemacht? Haben sie aufgehört zu beten? Nein, wir sehen immer wieder, wenn es Probleme gab, wenn da die Apostel ins Gefängnis geworfen worden sind oder wenn sie geschlagen worden sind, kamen sie zusammen und sie beteten, die Städte erbebte. Ja, als Petrus im Gefängnis war, haben sie alle gemeinsam gebetet. Was sagt Paulus in Epheser 6, Vers 18, wie oft sollen wir eigentlich beten? Schaut mal wieder in Epheser 6 und dort Vers 18. Epheser Kapitel 6 und dort Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also mit anderen Worten, Paulus sagt, die Symphonie soll eigentlich eine unendliche sein. Ja, immer wieder sollen Geschwister beten und auch gerne zusammen beten, damit ihre Stimmen gemeinsam erklingen. Und jetzt hast du schon ganz richtig gesagt, es gibt auch Bedingungen dafür, dass das Ganze erhört werden kann. Und da gehen wir zu 1. Johannes und wir gehen erstmal noch zu 1. Johannes 3 und dann zu 1. Johannes 5. In 1. Johannes 3 und dort Vers 22. 1. Johannes 3 und dort Vers 22. Was ist die Bedingung hier, dass wir wirklich diese Gebetserfahrung haben können, dass wir, wenn wir gemeinsam eines Sinnes werden, mit einheitlicher Stimme sprechen zu Gott, was ist die Bedingung, dass das passieren kann dann auch hier in Vers 22? Wer mag mal lesen? Okay, was sind die Bedingungen? Die sind eigentlich zwei Bedingungen, aber eigentlich sind sie mehr oder weniger dieselbe, ja, nur von zwei verschiedenen Perspektiven aus beleuchtet. Was ist die Bedingung? Was sind die Bedingungen? Sie halten die Gebote Gottes, das heißt, sie leben so, dass Gott sich über sie freuen kann. Und das ist übrigens auch genau das hier, denn Menschen, die nicht die Gebote Gottes halten, werden auch keine Einheit im Gebet. Denn die Einheit im Gebet bewirkt die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Ausgießung des Heiligen Geistes bewirkt was? Dass die Liebe Gottes ausgegossen wird in unsere Herzen und der Heilige Geist das Gesetz Gottes, das Gesetz seiner Liebe in unsere Herzen schreibt. Wisst ihr, was ich glaube? Ein Gedanke, der mir kommt. Vielleicht ist es ein totaler Grundsatzfehler, wenn wir als Gläubige glauben, dass wir alleine
nur alleine so für uns einfach gehorsame Kinder Gottes werden können. Wenn die Bibel uns doch deutlich zeigt, dass die Ausgießung des Geistes insbesondere dadurch geschieht, dass wir zusammenrücken. Ihr versteht schon, nicht in einer falschen politischen Einheit, wo jeder so ein bisschen seine Wahrheit aufgibt, sondern dass wir wirklich zusammenrücken, dass wir zwar nicht Wahrheit aufgeben, aber unseren eigenen Stolz und unsere eigenen Befindlichkeiten und zusammenrücken, so wie die Jünger. Denn als die Jünger zusammenrückten, da kam der Heilige Geist und ohne den Heiligen Geist kann man gar nicht gehorsam sein. Und mit anderen Worten, es ist nicht so, dass jeder für sich alleine geht und versucht, vollkommen zu werden. Wenn wir alle irgendwie vollkommen sind, dann passen wir zusammen oder so, sondern indem wir näher zu Jesus kommen und näher zueinander, kann Gott stärker an uns wirken. Vollkommenheit, christliche Vollkommenheit, hat auch was damit zu tun, wie sehr wir miteinander zusammenkommen. Ja, ihr wisst ja, die Liebe, von der Jesus sagt, dass sie das Erkennungsmerkmal sein wird, ja, das ist der Ausdruck seiner Vollkommenheit. Daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja. Das stimmt. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, sich das eine oder das andere. Was ich nur deutlich machen wollte, wenn wir sozusagen, es gibt auch manchmal diese Idee bei manchen Christen, ich mache einfach mein eigenes Ding, ich und Gott und alle anderen sind mir egal, die Gemeinde ist mir egal, Hauptsache ich bin gut mit Gott. Und das ist ein Irrtum. Denn es gibt Situationen, in denen wir sozusagen völlig auf uns alleine gestellt sind, wo wir niemanden haben. Und unser Glaube darf niemals von anderen Menschen abhängen. Aber ein wahrer Gläubiger, gut, dass du es nochmal nachfragst oder nochmal nachhakst, ein wahrer Gläubiger wird immer da, wo er sieht, dass andere auch aufrichtig an Jesus glauben und ihm nachfolgen, immer versuchen auch das Reich zu bauen, sozusagen die Gemeinde zu bauen. Das ist die Idee. Genau. Und dann schauen wir in 1. Johannes 5, ab Vers 14. Wir lesen Vers 14 bis 16. Das ist vielleicht ganz interessant. 1. Johannes 5, Vers 14 bis 16. Wer mag mal lesen? Und 16 noch? Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, genau, Vers 16 ist ein interessanter Vers, ein durchaus auch ein schwieriger Vers. Wie versteht ihr den? Jesus sagt, alle Sünden sind vergeben, aber Sünde gegen den Heiligen Geist nicht. Genau, also jede Sünde kann vergeben werden, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Und das heißt, wir können beten für jeden Menschen, auch für jede Sünde, aber uns muss sozusagen bewusst werden, wenn ein Mensch sozusagen einfach nicht will, dann bringen auch unsere Gebete nicht sozusagen. Das ist letztendlich so ein bisschen die Idee, kann man vielleicht noch mehr dazu sagen. Aber den Punkt, den wir eigentlich jetzt hier zu Vers 14 und 15 machen wollen, ist, es gibt eine Bedingung wieder. Eine Bedingung für die Gebetserhörung. Was ist die Bedingung hier? Dass wir nach seinem Willen gemäß beten. Und das ist deswegen wichtig, weil es gibt auch Gebete, die wir vielleicht gemeinsam beten, wo wir Gottes Willen nicht genau kennen. Zum Beispiel, wenn wir um welche Dinge beten, wo wissen wir vielleicht nicht unbedingt, was Gottes Wille ist? Wenn wir für einen Kranken beten, ja, dann wissen wir nicht genau, wie Gott es machen wird. Und wir haben keine Verheißung in der Bibel, dass jeder Kranke immer gesund gemacht wird. Ja, gibt es nicht. Und es gibt Situationen, wenn du mit einer Mission tun, mein Paulus hat mir gezeigt, genau. Wir haben vielleicht Pläne, die vielleicht auch in sich erstmal scheinbar gut zu sein scheinen, aber Gott hat einen anderen Plan. Ja? Also das sind Dinge, wo wir dann sagen dürfen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ja? Wenn es dein Wille ist, dann bitte tu das und jenes. Wie ist das, wenn ich darum bete, dass Gott
an einem sündigen Menschen wirkt. Ist das Gottes Wille, ja oder nein? Wenn ich dafür bete, dass Gott an einem sündigen Menschen, an einem Sünder wirkt. Absolut. Wir haben eindeutige Bibelverse, dass Gott nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Ja? Die Bibel sagt sogar, dass die Wiederkunft sich quasi, also er hält die Wiederkunft zurück, weil er nicht möchte, dass jemand verloren geht. Es ist ihm so wichtig, es ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Wir brauchen nicht daran zu zweifeln, dass Gott jeden Menschen retten möchte. Und deswegen, nun, wir haben keine Verheißung, dass Gott jeden Menschen retten wird. Ja? Wir können also nicht beten, Herr, rette den Menschen, gib, dass er auf der neuen Erde sein wird und dann enttäuscht sein, wenn es nicht funktioniert. Aber wir dürfen wissen, dass auf jeden Fall Gott alles tun wird, um den Menschen zu sich zu ziehen. Es gibt aber Situationen, ich denke an Jeremia, wo Gott sagte, ich werde deine Gebete nicht erfüllen. Ja. Ich denke an Weiter, ein Mann kam zu ihm und sagte, bete, und Gott hat gesagt, nein, warum? Weil er hatte geheim gemacht, etwas vor ihm gebunden. Ja. Also das heißt, es gibt Situationen, wo man betet, aber Gott will nicht erfüllen, aber das kann nur die Propheten. Genau, vielleicht kann man das vielleicht so gut erklären. Da kommt vielleicht ein Mensch und sagt, ich bin krank, bete für meine Krankheit. Und er hat aber geheime Sünde, die er nicht loslassen will. Dann bringt das Gebet für die Sünde gar nichts. Man kann aber für den Menschen beten. Was kann man für ihn beten? Dass Gott an seinem Herzen wirkt und ihm durch den Heiligen Geist seine Sünde offenbart. Ja, oder was immer das ist. Ja, das kann man beten. Aber das zeigt deutlich, deswegen hat Jeremia, sollte nicht dafür beten, dass Jerusalem gerettet wird. Dass die Stadt stehen bleibt oder so. Ja. Aber er hat sicherlich für die Menschen gebetet, dass sie doch seine Botschaft annehmen und sich bekehren. Ja. Denn Bekehrung ist immer das, was Gott sich wünscht. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nämlich beten wir sozusagen für die Bekehrung oder für äußere günstige Umstände. Ja. Das ist ein wichtiger Unterschied. Danke, dass du es mal erwähnst. Gehen wir noch ganz kurz zu Vers 20, bevor wir dann heute ans Ende angelangt sind. In Matthäus 18 und dort Vers 20, da haben wir jetzt noch die Erklärung zu dem, was wir gerade gelesen haben, mit den, wenn auch zwei zusammenkommen und auf Erden übereinkommen, ja, irgendeine Sache. Denn er sagt jetzt in Vers 20, denn. Und denn, wisst ihr, ist die Begründung für das, was vorher war. Wer mag Vers 20 mal lesen? Genau, das ist ein ganz toller Vers, ja, auch schon 100 Mal gehört, oder? Oder viel mehr. Aber vielleicht gar nicht so, wie es im Original dasteht. Hat jemand von euch eine Fußnote, was da eigentlich wörtlich steht? Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind. Hat jemand eine Fußnote? Zu meinem Namen hin. Wörtlich im Griechischen ist es in meinen Namen hinein. Also nicht 2 oder 3 treffen sich und sagen, wir sind hier im Namen Jesu. Ja, wir sprechen den Namen Jesu aus und deswegen sind wir hier. Sondern in seinen Namen hinein versammelt. So als ob der Name, als wäre der Name ein Raum und alle kommen jetzt sozusagen in diesen Namen rein. Sie treffen sich im Namen. Ziemlich buchstäblich. Und das ist interessant, weil vielleicht kennt ihr diesen Spruch in Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist, weiß es jemand? Ich habe es oft. Schaut mal in Sprüche 18, Vers 10. Jetzt ein Vers, der mir da spontan einfiel heute. In Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist, Sprüche 18, Vers 10, hat es jemand von euch? Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Was muss er machen? Er muss dort hinein. Der Name des Herrn ist wie ein Turm. Was Jesus hier meint, ist nicht, dass 2 oder 3 Geschwister sich treffen und sagen, im Namen Jesu sind wir versammelt, sondern dass sie wirklich in den Namen Jesu hinein sich begeben. Und der ist wie ein Turm und im Turm ist meistens ziemlich eng. Das heißt, wenn alle im Turm sind, stehen sie eng beieinander. Das ist genau das hier, das ist diese Symphonie sozusagen, dieses Zusammenkommen. Dieses Zusammenkommen ist nicht einfach, wir sind jetzt einfach einer Meinung, sondern wir sind alle immer mehr der Meinung von Jesus und dadurch werden wir eins. Heißt also, was ist eigentlich der Name? Da schließt sich jetzt der Kreis. Was ist der Name Gottes? Was verbirgt sich hinter dem Namen Gottes? Sein Charakter. Wenn wir uns also immer mehr zu seinem Charakter hingezogen fühlen, immer mehr seinen Charakter imitieren, wenn wir sozusagen in seinem Charakter, in seinem Wesen vereint werden,
Da ist er mit unter uns. Und das zeigt also, was Jesus wichtig ist, ist, dass Gläubige zusammenkommen, dass ihre Einheit nicht auf politischer Einheit basiert, so wir treffen uns in der Mitte, sondern dahin, dass jeder Einzelne näher zu Jesus kommt, weil dadurch werden sie unweigerlich eins. Ja? Schaut mal ganz kurz noch in 2. Mose 20. In 2. Mose 20 und dort Vers 24. Übrigens, wir sehen hier ganz deutlich an diesem Vers, Gottes Gemeinde ist nicht an ein Gebäude gebunden. Gottes Gemeinde ist überhaupt nicht an irgendwelche Äußerlichkeiten gebunden. Ja, ihr wisst vielleicht, im Neuen Testament gab es viele Gemeinden, die sich in Häusern getroffen haben. Ja. Und wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit auch wieder gesehen, dass das eine reale Option sein wird, auch in der Zukunft, dass wir uns vielleicht nicht mehr in großen Räumlichkeiten treffen, sondern in Häusern, in Hauskreisen und so weiter. Ihr wisst, der Paulus grüßt die Gemeinde von Philemon, die in seinem Haus ist zum Beispiel, in Philemon 1, Vers 2. 2. Mose 20, Vers 24. 2. Mose 20, Vers 24. Einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer, deine Friedensopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Das ist genau die Idee, die jetzt Jesus sagt. Ja? Im Alten Testament sagt Gott, dort, wo mein Name ist, dort werdet ihr gesegnet sein. Das war eine Illustration. Wo hatte Gott seinen Namen wohnen lassen im Alten Testament? Wo hatte Gott seinen Namen wohnen lassen? Kommt ganz oft vor, dass Gott sagt, hier will ich meinen Namen wohnen lassen. Dort, wo ich meinen Namen wohnen lasse, dort sollten die Israeliten immer hinkommen, um sich dort zu versammeln, um dort gemeinsam zu beten. Am Heiligtum, erstmal am Altar, ja, das ist hier die Altar. Wenn du einen Altar baust, dort, wo ich meinen Namen wohnen lasse. Warum? Weil am Altar zeigt sich der Charakter Gottes, seine Gerechtigkeit und seine Liebe. Dort ist sein Name. Und dann heißt es sozusagen in 5. Mose, wenn Gott sich einen Ort erwählen wird, wo sein Name sein wird, ja, dann ist es Silo, ja, wo das Heiligtum ist. Und dann später, wie heißt die Stadt? Jerusalem. Deswegen sagt Daniel in Daniel 9, sieh an die Stadt, über die dein Name ausgerufen ist. Das ist die Idee, wo Gottes Name ist, dort offenbart er sich, dort ist er gegenwärtig. Das war natürlich nur ein Symbol, weil Gott ist überall. Ja? Aber da sollten die Israeliten verstehen, um bei Gott zu sein, muss man bei seinem Namen sein. Und jetzt sagt Jesus quasi im Neuen Testament, überall, wo Menschen meinen Namen tragen sozusagen, ihr wisst Offenbarung 14, ja, sie haben den Namen Gottes an ihrer Stirn. Überall, wo zwei Menschen, die den Charakter Gottes kennen, die sozusagen zum himmlischen Heiligtum beten, dort ist er mitten unter ihnen. Das heißt, dass Jesus eine Gemeinde Gottesdienst besucht, hängt nicht davon ab, ob 2 oder 20 oder 2000 da sind, sondern ob die da sind, mit dem himmlischen Heiligtum verbunden sind. Ob sie zum himmlischen Heiligtum beten, ob sie sich bewusst machen, dass sie in der Gegenwart Gottes sind, ob sie an das erlösende Blut Jesu glauben, es für sich in Anspruch nehmen. Das macht die Gegenwart Gottes aus. Und das heißt, wenn wir möchten, dass Gott in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten, in unseren Gebetsseminaren, wenn er dort gegenwärtig ist, müssen wir diese Themen immer uns vor Augen halten und vor allem im Herzen haben. Denn dadurch wird die Verheißung wahr, die Jesus gesagt hat, er ist bei uns alle Tage, bis ans Ende der Weltzeit. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du auch jetzt durch dein Wort zu uns gesprochen hast und dass wir verstehen dürfen, dass wir auch als Gläubige eine Sinfonie sein dürfen. Ein Zusammenklingen von vielen Stimmen, vereint durch den Heiligen Geist, vereint durch die Gemeinschaft in deinem Namen. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wir am kommenden Wochenende und insbesondere am Sabbat und an jedem weiteren Sabbat und jedem weiteren Dienstag, wann immer wir uns treffen, mit Andersgläubigen, mit anderen Gläubigen, dass wir diese Gemeinschaft, diese Einheit im Geist erleben. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns mit deinem Geist erfüllst
Und dass wir lernen, auch schwierige Situationen in der Gemeinde, wo Sünde und Probleme auftreten, in diesem Geist anzugehen, durch Gebet und ein Zusammenrücken aller Geschwister auf der Grundlage des Wortes Gottes. Herr, darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.